schlaghaft, schlagfertig, meine ich. Geht's los? Ja. Boah, mir ist urkalt. Da geht Wald. Du bist, glaube ich, ein Rapper in Zukunft. Weißt du, ein Volksschulfreund von mir, eigentlich war das die Unterstufe der Mittelschule. Komm. Und er hat gesagt, er hat von jedem Klassenmitglied ein Bild gezeichnet. Von mir auch. Wow. Und er hat jeden... Hat sich auch ganz viel Mühe dabei gegeben. Würde ich nicht sagen, eigentlich. Aber er hat von jedem den zukünftigen Beruf gezeichnet. Und das, wow, finde ich auch schon mal eine klasse Idee für kleine Kinder zum Malen. Und weißt du, was bei mir war? Ja. Bei mir hat er gezeichnet, ich werde mal Rapper. Der sich nicht ganz durchschaut gehabt, glaube ich. Warum? Kannst du singen? Nein. Aber rappen, gell? Nein. Jetzt habe ich gedacht, das läuft eh nicht in die Richtung. Weil dann würde es in die Richtung laufen, was? Wo ich rappen müsste, um zu beweisen, dass ich rappen kann. Ah! Aber das kann ich ja nicht und das ist der Witz. Okay, aber BLB. Er hat das nur gezeichnet, weil du immer so mit Barappa Anime angegeben hast, wahrscheinlich. Ja. Oder weißt du, was ich mal wirklich geglaubt habe? Was? Dass ich habe mal bei der Bushaltestation war ein Kerl. Aha, und da waren ur viele Leute. Da war ein Kerl. Da waren mehrere Kinder. Und er sagt irgendwas. Und ich habe gedacht, er hat Barappa irgendwas gesagt. Aber eigentlich glaube ich nichts. Das habe ich nur eingebildet. Kennst du das, wenn du glaubst, dass Leute was reden? Ich kann nicht lenken! Jetzt geht's wieder. Wo lenkst du hin, du Kalt? Und abdunsten. So, jetzt werfen wir den Laster noch auf ihn. Das ist ein schweres Laster. Kennst du diesen Spruch? Eigentlich wäre unser Stream ist jetzt losgegangen. Shingeki no Kyojin. Es gibt so einen urlustigen YouTuber Anime-Kanal auf YouTube. Echt? Ich habe vergessen, wie er heißt. Irgendwas mit Schlecht. K. Und er hat so eine urlustige Stimme, wirklich. Du haust dich ab, nur wenn du seine Stimme sehr hörst. Sehr gut, das ist ein Besieg, der zweite ist kein Du haust dich ab, nur wenn du seine Stimme hörst. Macht immer solche komischen Videos. Zum Beispiel, er geht auf der Straße rum und fragt die Leute, ob sie irgendwelche Anime-Figuren kennen. Dann wundert er sich, wenn sie ihn beschimpfen. Spaß, das nicht. Niemand beschimpft ihn. Oh, das ist so ein sympathischer Kerl. Und das weiß jeder auf der Straße. Er ist auf der Straße schon sehr bekannt. Hey Matkip, hallo Kinder! Hallo Kinder! Das hat ja nicht so gut geklappt. Schau, er impelt mich schon wieder. Schau, jetzt kommt langsam der Optimismus in mir auf. Weil heute, ich sag's dir ganz ehrlich, schau, viele verstellen sich, ich verstelle mich nicht beim Streamen. Ich bin immer ehrlich und ich sag dir, ich war heute nicht gut drauf eigentlich, als der Stream angefangen hat. Ich auch. Aber jetzt geht meine Laune wieder den Bach hinauf. Den Bach hinauf! Was war jetzt? Also die Augen verrenkt. Ich habe ihm den Nerv abgehauen. Wow. Ich glaube, ich hau mich gleich ab, wenn ich jetzt Nasenbluten kriege. Kriege ich aber nicht, weil so schlimm war es ja gar nicht. Okay. 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 Was hältst du von der... Was ist dein Lieblingsansager Metal Slug? Der erste aus Metal Slug 1, 2 oder der aus allen anderen Teilen? Alle anderen. Ach, ich wollte das abstellen, aber man kann das zum Beispiel nicht ab. Der von Metal Slug 2 sagt immer so, okay. Aber der vom 3er und allen anderen Teilen so, okay. Oder Heavy Machine Gun. Heavy Machine Gun. Der ist viel cooler, der aus dem 3er und allen anderen Teilen. Weißt du, so wie der neue Zorro-Sprecher, gell? Ha, sag mal, geht's dir noch gut auf den Ohrwascheln, hinten, vorn, hinterrücks? Nein, das habe ich. Der neue Sprecher von Loren war Zorro. Was ist deine Meinung bitte über ihn? Er hat eine zu tiefe Stimme. Er gibt sein Bestes, um ich find, so sorrowhaft wie möglich zu sprechen, aber seine Stimme ist einfach zu tief dafür. Nein. In manchen Szenen, da merkt man den Unterschied eigentlich irgendwie gar nicht. Ja, stimmt. Aber manchmal, da merkt man es total. Das ist ja viel zu tief. Das hat mich auch verwirrt. Wow, jetzt nicht. Bei der Folge, die letztes Mal war, bei dieser Folge, wo man die Rückblende gesehen hat, war seine Stimme ganz anders, gar nicht Zorro. Aber bei diesem einen da, bei diesem Filler, der jetzt ist, da ist seine Stimme urgut. Also auch er hat sich in kürzester Zeit verbessert. Wie er das gemacht hat? Axel Shampoo! Kennst du dir vielleicht diese Werbungen? Mit dem Old Spice Bodywash, mit diesem coolen Typen, der immer so total herumbrüllt. Nein, Bodywash kenne ich nicht. Du kennst das nicht? Boah, das ist jetzt auch nicht mehr neu. Also was hat es für einen Sinn, jetzt darüber zu reden? Da hätte man drüber reden können zu den Anfangszeiten unseres Streams. Da war das noch neu. Aber jetzt nicht mehr. Ja.
Ich muss mir jetzt auf der Nase kratzen. Okay, so diese arge Werbung, die spielt es immer jedes Mal, wenn ich mir One Piece anfangen will. Was? Da geht so eine quer durch Wien mit einer Leiter und dann geht er zu irgendeiner Laterne und liest. Ja, das habe ich erst einmal gesehen. Die spielt es mir jedes Mal, wenn ich One Piece sehen will. Wirklich? Ja. Die Musik, die ist. Musik ist so komisch in der Werbung. Die Musik geht so. Dann macht sie mir so eine kurze Pause und ich denke mir, mein Tablet ist kaputt und ich kann keine Musik mehr hören. Aha. Aber dann fängt er an zu singen und dann weiß ich, ja, es geht schon gut. Das interessiert mich jetzt nicht, aber ich glaube, immer wenn du irgendwas erzählst, dann ist es wichtig, so wenn ich das erzähle. Schau, das ist so ein tolles Ritual. Schau, anstatt jetzt gegen ihn zu kämpfen, holt man sich ganz anfangs mal das Königsabzeichen. Ich habe nur den Königstumpf. Das ist der Test. Wenn du den Stumpf kriegst, dann bist du kein König. Aber ich kann ihn einfach danach nehmen. Schau, der flitzt durch. Ich kann ihn einfach danach nehmen. Ja. Ja. Was lachst du? Mach die UFOs kaputt. Geht das? Ja, sicher. Ich glaube, sie kann sich kaputt machen. Ja, schon, aber. Ja, aber ich meine, geht das so leicht? So. Schau, der ist irgendwie im Bild. Schau, das ist eigentlich einer der lustigsten Levels. Pass auf, das fällt mich um. Pass auf! Wow! Das ist eigentlich einer der lustigsten Levels. Ja. Und zwar, weil die auch gegeneinander kämpfen. Aber jetzt mal for real. Nicht so wie Konga. Bredor. Da bist du sicher, oder ist es nur im Intro, dass sie gegeneinander kämpfen und dann. Wenn sie dich bist sehen. Du sicher? Kannst du dich noch auf Commentorio erinnern? Das war einer. Ja. Das war ich eine Zeit lang mein Lieblings-YouTuber. Doch dann hat er aufgehört, Videos zu machen. Kann ich damit sicher noch. Ja, der macht keine Videos mehr. Commentorio. Ja, wann hast du das letzte Mal Commentorios Kanal geschaut? Vor einem Jahr. Ja, siehst du, aber willst du es dann nicht? Ich habe ihn abonniert, dann sollte ich eigentlich sehen, wenn ein neues Video hochlädt. Okay. Schon der Spab da, der übergibt sich schon. Ich auch bald. Wow! Scheiße. Oh, da fährt ein Explosiver. Ich denke Explosivfahrer. Ich denke nicht dran, dass man auch abonnieren kann. Und ich denke ja gar nicht dran. Weil du bist immer in Kontrolle von unseren YouTube-Kanälen und dann mache ich immer ohne Kanal, bin ich dann auf YouTube unterwegs. Und dann muss ich immer alle extra anklicken und schauen, ob die was Neues haben. Und das ist auch spannend. Ja, du solltest auch mal Verantwortung übernehmen. Was tust du denn eigentlich für den Kanal? Zwar zu sehr. Ist Matgebe weg oder ist unser Kontrollmonitor futsch? Monitor. Oder sind wir weg? Oder sind wir weg? Ja, ich glaube, wir sind weg. Nein, wir sind da, ich sehe sie. Du siehst mich? Ja. Oh nein! Feuer! Ja, weißt du, was ich Urlust habe? Tombi, jetzt. Wo ist er? Dort? Ja. Ja, die kämpfen ja auch untereinander. Oh. Kann sowas schon. Was ich Urlust habe, auf Tombi. Ich hätte mir gedacht, der andere ist gestorben. Wieso der andere? Ich habe nicht da aufgepasst, deswegen. Oh. Mach das Schiff. Bist du die Banane? Bist du nicht eigentlich gestorben oder kommst du so vor? Ich bin noch nie gestorben. Okay. Ich war jetzt im Perfect Run. Ein Perfect Run? Du musst aber nie getroffen werden. Nein, das ist ein No-Hit-Run. Weißt du jetzt, glaube ich mal. Ich bin mir auch nicht sicher, was du meinst, weil. Nein, ich bin mir sicher. Du bist eigentlich ein Rätsel in dir selbst. Verstehst du das? Ja. Verstehst du das? Schau, wie weit wir gekommen sind. 3 Levels in 2 Minuten. Au! Jetzt mein Birne tut mir weh! Sagt der Agamo. Sehr gut, jetzt kleine kommt, die Klops. Jetzt machst du den kalt? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es ein Vulkan. Und der ist nicht kalt. Bei wie viel Grad schmilzt Watte? Warte. Quiz. Ja, Warte. Das ist ein Quiz jetzt. Ja. Ah, das ist nicht ein Quiz. Das soll jetzt nicht leicht sein, das ist soll jetzt schwierig sein. Wie viel Grad schmilzt Watte? Wieso genau Watte? Keine Ahnung, aber ich will das jetzt von dir wissen. Watte. Schau jetzt mal kurz schnell, gell? Mal kurz schnell, Nein. Gell? Ah, da gibt es ein urcooles Lied, wir haben es immer in der Volksschule gesungen. Umlaut A, ja! Umlaut B, nee. So, das Umlaut C, nee. Ah, okay. Umlaut D, nee. Oh. Umlaut E, je? Yeah. Nein, Spaß. Umlaut O, yo! Umlaut U, juhu! Spaß, das haben wir nie gesungen. Das Lied existiert gar nicht. Echt? Aber es gibt ein cooles Lied. Kann, es gibt aber ein cooles Lied. Es gibt. Nur das Schnipsel. Es gibt ein cooles Lied. Es geht. 1, 2. Wow! 1, 2, Papagei, 3, 4, ich trinke ein Bier. Und weiter will ich nicht singen, weil das war schon die lustigste Line im Lied. Der schießt ihm aus 5 Meter Entfernung. Das wird's bringen. Das wird es bringen.
Das ist die, wir gehen nochmal die Plasma wirklich. Ja, dreimal und dann eins in die Höhe. Dreimal und eins in die Höhe. Naja. Naja. Jetzt sag, wann schmilzt die Watte? Watte? Ja. Wie kommst du jetzt bitte auf Watte? Hast du gesagt oder was was anderes? Wann es Daumen? Na, jetzt wechseln wir mal ein Thema. Er löst es nicht. Ja, wirklich, fällt dir ein gutes Thema heute ein. Alle, schau, weißt du, das wäre ein Stream gewesen, da hätte ich meinen Textzettel gebraucht. Weil ich will mich ja nicht verzetteln. Wir wollen uns ja auch nicht verzetteln, wir müssen aber immer real bleiben, okay? Ja, immer real. Immer real. Achtung. Wow. Jetzt geht das nicht weg. Jetzt holt sich das 100% Power ab. Irgendwie ist es, ja, holst du nur. Ha? Es ist nicht da. Ich glaube, du machst ihn vorher kalt. Ich glaube, du machst ihn vorher kalt. Kennst du das Lied Ninja Tank? Der ist überhaupt kein 100% Power. Jetzt hol dir den Strom. Und dann mach ihn. Hey, Strohhut! So. Ja, er sagt: Wow! Boing! Haut er sich den Dittos an? Man kann ja sagen: Haut er sich den Didi an? Gell? Ja. Und dann ist er tot. Es kommt mein persönlicher Lieblingslevel in dem Spiel. Klinetik Lobspec. Wie heißt der Level? Club Kalender oder was? Ich glaube, die Macher, wie alt waren die, glaubst du, die das Spiel gemacht haben? 4, 3, 2, 1, 0, mir ist es egal und ich bin. Das ist dein Lieblingslevel. Ja. Diese Zwischensequenz hat Kontroversen ausgelöst und wieder aufgelöst. Der Super Cyborg macht sie kalt und dann kommt ein Roter mit einem Schwert. Der Trick ist, man springt über ihn und dann wird man hergezogen. Heranziehend! Ein unglaubliches Battle zwischen Leben und Tod, zwischen zwei Mönchen. Zwischen Mönchen? Stell dir vor, ein Kampfspiel, wo man einen Mönch spielen kann. Also Little Fight am Little Fight ist mein Lieblingskampfspiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Was kennst du ein besseres Kampfspiel? Little Fighter ist Urban Rain Done Right. Sicher nicht. Urban Rain ist Urban Rain Done Right. Blödsinn. Was willst du? Okay, was willst du besser machen bei Urban Rain? Naja. Pack ich nicht! Bei Urban Rain mehr Kämpfer bitte, ich meine. Mehr Kämpfer? Es gibt über 60 Kämpfer. Das war's doch nicht! Das war arg. Das ist ein Hirni. Aber der hat ein Hirni. Du Hirni. Ja, weißt du, was ein lustiges Spiel war? Tales of the World. Echt, hab ich. The Adventures of Lloyd and his other friends. Was meinst du jetzt, Tales of the World? Ja, die Symphonia. Tales of Symphonia? Ja. Das willst du jetzt spielen im Stream, oder? Das willst du Tales of Phantasia mal fertig. Ja, mach mich nicht Wookie. Schau, das kann auch umfallen. Nicht crush ihn jetzt auch, schau. Warte. Da, nimm dir das. So der Ultra-V! 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 Ah! So ein Kerl. Ich wollte ihn crushen. Meine Güte, Mensch, mein aber jetzt Markus, macht die Welle. Stimmt, die Welle. Kennst du, es gibt einen Film, der heißt Die Welle. Echt? Ja, und wir haben ihn angeschaut. Und ich finde, das ist einer der enttäuschendsten Filme, die ich je gesehen habe. Weil man hat mir gesagt, es ist ein sehr psychologisch und anatomisch in Sachen Filmtechnik korrekt gemachter Film. Aber er ist alles andere als das. Das ist Realismus von Kindergartenniveau. Ich meine, es gibt niemals Menschen, die so leicht zu beeinflussen sind wie die Kids, die pseudo-elitären, wie sagt man, Halbstarken in dem Film Die Welle. Habe ich noch nie erlebt. Okay. Habe ich noch nicht erlebt. Wirklich. Wenn ich solche Kinder auf der Straße treffen würde ich ihnen das Hals heiß machen. Aber was ich sehr cool fand, ist die Wahl ihrer Kleidung. Du bist ja ein toller Filmekritiker. Ja. Ja. Wieso? Wie ziehen sie sich an? So langweilig einfach. Nein, aber so weiße T-Shirts und blaue Jeans. Und sie sagen dann, wow, das sind so die urelitäre Super-Ultra-Welle-Gang, Welle-Gangster-Bande.
Wir brauchen jetzt ein Kostüm, was alle haben. Und dann schauen Sie erstmal, was haben die Kraucher gehabt? Den Neon-Kappa, ein Neon-Rot, ein Neon-Gelb und ein Fokuhila. Das haben die Kraucher gehabt, okay? Das ist was anderes. Wow, ich so zäfer, das ist was anderes. Und Sie wollen einen eigenen individuellen Style erfinden. Okay. Sind schon tot. Was nehmen Sie? So, und der so. Weiße T-Shirt nochmal und ein Jean, ganz normal. Vollkoffer, kann ich nicht sagen. Aber ja, ich will sagen, es ist eigentlich gut. Ich meine, ich finde es nur lächerlich und ich finde, es ist so ein. Es macht so ein bisschen den Trash-Faktor des Ganzen aus, für mich persönlich. Aber ich finde es trotzdem, es ist in keiner Hinsicht wirklich sehenswert für meinesgleichen. Ist der Trash-Faktor zu hoch, aber nicht hoch genug? Nein, Trash-Faktor ist gar nicht da. Schade. Es ist so einfach so Chaos mit manipulativem Stilmittel. Oh. Die Erde wird entdeckt, Terror in Space. Okay, Terror in Space. Die Erde wird entdeckt, Terror in Space. Aber das ist nicht in, das ist in Terror in Space gestanden. Also Terror und Weltraum. Ja. Ja. Der Mond, gehen wir dorthin? Nein. Der Mond. Nein, Nerv, du kannst das nicht singen. Du kannst nicht singen. Ja, nicht, und jetzt beschwer dich nicht über meinen Kopf. Mein Kopf, weil aus meinem Kopf kommt der Ton. Glaubst du, wir werden immer lustiger oder werden wir immer unlustiger? Ich glaube, es bleibt gleich. Ich glaube, wir behalten die Spannung bei. Gut. Weißt du, was eine der schlechtesten Excuses ist? Was? Schlecht zu sein. Was? Dass man schon vorher schlecht war. Und da musst du jetzt nachdenken, weil es hat einen psychologischen Hintergrund, dieser Spruch, diese Aussage. Ich glaube, wenn du es schaffst, dir ein UFO zu schnappen, dann bist du unbesiegt. Nein. Wenn du... UFOs? Ist das jetzt schwierig oder nicht schwierig? Das weiß ich nicht. Ich habe immer Angst vor den Aliens. Das ist leicht. Es gibt nämlich nur ein Auflade-Ding und der Trick der Sache ist, dass es den Aliens einfach immer wegschnappen muss. Verdammt, wo war das noch? Das war da oben. Er hat sich ja gerade geschnappt, du Vollkoffer. Schau, und jetzt kommt der Headcanon. Ja. Nämlich. Mhm. Von War of the Monster? Jetzt hat er mich abgeschossen. Also die Menschen, die Aliens und die Monster führen einen Krieg. Wie man hier sieht, sind hier kleine Häuser da. Sind das echt? Das sind Häuser. Von den Aliens. Die sind aber viel kleiner als die Häuser von den Menschen. Und das lässt darauf schließen, dass die Aliens in Wahrheit wesentlich kleiner sind als Menschen. Und Menschen sind wesentlich kleiner als die Monster. Ja. Also sind eigentlich die Menschen für die Aliens schon Monster. Und das ist der tragische Hintergrund hinter der War of the Monster Story. Und ich finde das so faszinierend, aber kaum jemand behirnt eigentlich den, psychologischen Kniff, der hinter der ganzen Prämisse von War of the Monster steckt. Stimmt eigentlich. Weil ich wollte jetzt mal darauf aufmerksam machen, damit das auch wirklich jedem bewusst wird. Die Aliens haben Angst vor den Menschen, weil die viel größer sind. Und deswegen greifen sie die Erde an am Anfang. Ja. Die Menschen. Die Menschen wehren das ab. Ja, die haben eine neue Geheimwaffe. Und die Ironie an der Story ist, dass sie sich dadurch genau in dieselbe Schwierigkeit versetzen wie die Aliens. Ja, weil die Alienstrahlung erzeugt die Mutationen. Und dadurch werden die Monster. Und dadurch werden die Monster erschaffen. Die Monster sind für die Menschen genau wie die Menschen für die Aliens sind. Ja. Gut. Und was hat es eigentlich mit den Alien-Monstern auf sich? Die haben die Aliens erschaffen. Ah. Damit sie gegen die Monster kämpfen, um den Menschen zu helfen. Oh.